Ja, machen wir mal mit Stellaris weiter hier am Sonntagabend. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen, je nach Lust und Laune. Bin mal echt gespannt. Versuche hier mal noch mal kurz klar zu kommen. So. Ja, da sind wir. Ja, was ist passiert? Was ist passiert, ihr Lieben? Folgendes ist passiert. Unser galaktischer Wächter, Ganvius Dynamics, ist hier reingerusht. Ein Kahn, vieles zerstört. Und ich glaube, der wird das eh nicht mehr überleben. Und ich vermute mal, dass die Locken sich von ihm jetzt auch befreien werden. Das ist so das, was ich vermute. Dementsprechend werden wir hier auch so ein bisschen umstellen müssen. Wir müssen mal gucken, dass wir hier diese Zitadellen wieder abreißen, also diese Sternenbasen. Wir haben eh zu viele, die kosten uns massig Geld. Bisher war das wirtschaftlich zwar kein Thema, aber ja, so ein bisschen miese haben wir dadurch schon. Und wir müssen mal gucken, was wir halt mit der Flotte machen, ne? Also die hatten wir ja jetzt schon so irgendwie so ein bisschen umgestellt, dass wir damit hier den Kahn bekämpfen können. Aber kurz davor, bevor das überhaupt losging, war ja unser Ziel, hier Schad anzugreifen. Vielleicht verfolgen wir jetzt auch dieses Ziel. Da müssen wir mal gucken. Ansonsten, ja, das wäre so unser Plan. Müssen wir mal schauen. Bevor das losgeht, will ich erstmal gucken, wir haben hier einen Piraten rumschwirren, ob wir hier denn schon was, die haben ja auch schon so eine große Galeone, ob wir denn hier schon eine Flotte hingeschickt haben. Das kontrollieren wir mal ganz kurz. Sieht so nicht danach aus, ne? Wer wäre denn hier in der 5000er? Das ist so eine 4000er. Zehntausender Flotte. Fliegen wir mal hin mit der ersten. Ansonsten verfügbare Aufstiegsvorteile, da hatten wir uns auch noch nicht für etwas entschieden. Da müssen wir mal gucken. Wir lassen hier noch mal so ein bisschen Einigkeit sammeln. Bisher, also wir produzieren da so ein bisschen zu wenig, ne, habe ich den Eindruck. Da müssen wir noch mal schauen, wie sich das entwickelt. Ansonsten, ja, schauen wir mal zusammen. Frage bei Schad ist natürlich auch, was gegen ihn wirkt, ne? Militärmacht bringen unsere Flotten was gegen ihn? Das müssen wir mal echt mal in Erfahrung bringen. Erstmal machen wir das. Den Rest der Flotten, also die zweite Flotte ist auch hier, die sammeln wir mal hier im Sonnensystem. Wo ist die dritte Flotte auch da? Dann die sechste, die ist hier. Reservekorvetten, First Fleet. Was auch immer das sein mag. Schauen wir mal kurz an. K4-Klasse. Was macht die hier? Warum ist die hier? Und warum fliegt die nicht irgendwohin? Ja, wir schicken sie mal zum Sonnensystem auch.
Reservekreuzer. Die Reisenden kommen mal mit. Ansonsten, die 8. Flotte ist hier. Die 5. ist auch hier. 7. auch. Die 4. auch. So. Da müssen wir jetzt mal schauen. Sammeln wir mal. Herabstufen hier mal. Hat mal alles herabgestuft. Isa brauchen wir dann auch nicht, ne? Herabstufen. Wir kriegen das natürlich nicht wieder, ne? Das ist schon so ein bisschen ärgerlich. We have lost a spaceport. Ja, das sind die Piraten dort. Da fliegt jetzt die erste Flotte hin. Da bin ich mal gespannt, was für einen Impact diese Verringerung der Flotten hat. Müssen wir echt mal gucken. Alter, es hat schon Impact, ne? Man sieht es. Abstimmung, kooperative Forschung widerrufen. Nö, da sind wir nicht für. Dass das hier immer... immer noch hier so ein Issue ist. Ich will hier mal komplett meine Gesandten hinschicken, weil ich will das hier schon geordnet haben, ne? Wird das abgestimmt? 1400 Tagen. Okay, das war dann doch zu schnell. So ist es. So ist es nun mal. Das beobachten wir. Die Frage hier ist natürlich, warum gibt es hier Piraterie? Das weiß ich nicht. Hier ja eigentlich auch. Das müsste hier eigentlich abnehmen. Tut es auch. Nimmt es auch ab. Sehr schön. Um hier jetzt einzusammeln... müssten wir mal noch einen Handelsknoten bauen. Dann gucken wir uns das mal an. Ja, schade, Leute. Da müssen wir echt mal schauen. Da müssen wir mal die Kuratoren kontaktieren. Was die dazu sagen. Wir wollen mal nur die anderen sehen. Wo sind die Kuratoren nochmal? Händler, Marodeure, Söldner. Da. Diplomatie. Die unterstützen uns bereits bei unserer Forschung. Das steht schon mal fest. Erzählt uns was über die Mysterien.
Der Ätherdrache. Schaden am Ätherdrachen 25%. Das haben wir schon mal gemacht. Das wäre unser nächstes Ziel. Ein Sieg ist für uns gewiss möglich. Man müsste halt nur in Erfahrung bringen, was für eine Flottenkombo man da benötigt. Oder wir versuchen es einfach. Wenn wir sehen. Fraktion und so weiter, alles klar. Was ich nochmal gucken wollte, ist, Einfluss sammeln wir jetzt. Das ist gut. Wir müssen das mit den Flotten regeln, ne? Ist schon so ein Dauerthema geworden. Da müssen wir echt mal gucken. So, wir kriegen Dividenden. Nicht, dass es unsere Lager hier zum Zerbersten bringt, wenn wir machen. Flottenkampf. Und wer ist gestorben? Unser Präsident. Präsident Drun Zyne. 128 Jahre Ship alt. Ship Upgrades applied. Sehr geil. Wir werden hier mal ein Forschungsschiff hinschicken. Und zwar die von... Die am nächsten hier dran ist, würde ich mal sagen. Und zwar die hier vom Neptun-Habitat sonst, ne? Und dann bitte auch gleich wieder zurück. So machen wir das. Die erste Flotte. Fliegt dann auch mal gleich hier hin. Nicht nach Alpha Centauri, sondern zur Sonne. Erstmal hier hin. Flottenkampfstatistik, Senatssitzung. Wir können hier so einiges an Gefallen einfordern. Müssen wir mal im Auge behalten. Research concluded. So, was haben wir jetzt erforscht? Erkenntnis über das enigmatische Tor. Gucken wir mal, was hier jetzt noch geht. Metallurgen produzieren 10% mehr. Das hört sich gut an. Und das ist wirtschaftlich auch nicht irrelevant. Die
ICN Dumbrock. Der ist auch eine Forschungsmission. Dann lassen wir das mal. So. Was bedeutet das jetzt für uns? Situationsprotokoll? Das L-Cluster. Ah, wir brauchen noch mehr. Möglichkeiten. Was jetzt mit dem Kahn ist, weiß ich nicht. Da müssen wir mal gucken. Sollen wir uns ins Hallax-System trauen, Leute? Ist diese Komposition das, was wir brauchen? Research concluded. Sechs kann ja hier hinfliegen. Wir haben jetzt noch was erforscht. Schottenkapazität plus 30. Eieiei. Uiuiuiui. Paradieskuppel. Wohnung, Dienstleistung. Nicht schlecht. Sind uns eigentlich 10%? Geheime Weltraumeinrichtung. Kapazität. Schadenverteidigungsarmee. Das hört sich auch gut an. Nehmen wir mal das. Wobei, Fraktionseinigkeit hört sich schon mal wichtiger an. Die VSS Nobel benötigt einen neuen Forscher. Ich will bei den Anführern per se mal nochmal schauen, Wissenschaftler. Einen mit Neue Welten Spezialisierung. Haben wir schon zwei, dann machen wir keinen. So. Wissenschaftler. Okay. Veti, Son of Gap, wurde zum Präsidenten gewählt. Was war er für einer? Und dann ist das so. Reserve-Korvetten werden natürlich mitfliegen, ne? So. So, die erste Flotte soll sich mal heilen. Reservekreuzer, wir versuchen es mal. Construction completed. Und hoffen mal, dass es klappt. Oder ich mache mich mal noch mal kurz schlau. Aber ich bin da guter Dinge. Wir sammeln mal alle jetzt hier.
verteilen die sich jetzt. So, sehr schön. Alter, Leute, wir haben hier ordentlich Schotter stehen. Erste Flotte hat was. Die Interstellar Debris analyzed. Sehr schön. Dritte auch. Reservekreuzer wahrscheinlich nicht. Wir fangen mal von oben nach unten an. Die Reisenden kriegen schon mal einen Kommandanten. So, dann achte Flotte. Reservekreuzer kriegt auch nochmal einen Admiral. Feuerrate und so weiter, das hört sich immer gut an. Sensorreichweite, Feuerrate, Schiffe. Nehmen mal den. Dritte, zweite, erste hat auch schon jemanden. Zehnte Flotte sagt mir nichts. Der muss jetzt nicht. Wobei, der ist auch noch unterwegs. Ne? Auf den verzichten wir mal. Die Reservekorvetten. Nehmen mal den. Fünf, siebte Flotte braucht auch jemanden. Die sechste Flotte auch. Und die vierte Flotte hat jetzt auch Leute. Alles klar. Ui, das wird jetzt doch spannend. Trauen wir uns? Gute Frage. Alter, Leute, schaut euch das mal an hier. Wird's reichen? Weiß ich nicht. Wir müssen hier per se schon mal gucken, dass alles klappt. Ich frage mich, ob bei den Schiffswerften hier noch Schiffe gebaut werden. Weil das werden wir mal beenden. Das beenden wir mal. So. Jetzt müssen wir uns anders... Gouverneur ist gestorben. Wir brauchen einen neuen. Nehmen wir mal den günstigeren. So. Leute, trauen wir uns? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das reicht. Wir könnten es einfach mal versuchen. Wobei ich jetzt nicht weiß, schade, ne? Das könnte man auch mal nachschauen. Was für Waffensysteme man für Schad braucht. Hatten wir da mal eine Info? Schauen wir mal schnell nach. Energiewaffen, der hat keine Schilder. Keine Schilder. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn er keine Schilder hat, was für Waffen haben wir hier eigentlich?
Panzerung statt. Ich glaube, wir sind da eigentlich ganz gut aufgebaut. Und denke mal, wir trauen uns vielleicht doch, ne? Aber